Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich grüße euch mit dem Frieden Gottes und mit dem Text aus Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Ja, der ist vom Tode ins Leben hindurchgedrungen, lesen wir. Dies ist genau die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und wer Jesu Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben, sagt uns die Schrift. Und nicht mal der Tod kann ihn überwältigen. Zum Gegenteil. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, Vers 55. Mit dieser frohen Botschaft wollen wir den Gottesdienst heute beginnen. Einige von euch denken vielleicht, dass ich es vergessen habe, dass heute Karfreitag ist. Nein, ich habe es nicht vergessen. Die einführenden Texte sollen uns daran erinnern, was der Tod Jesu bewirkt hat in unser Leben. Der Tod ist verschlungen und so feiern wir das Leben. So genauso wie wir im Text gelesen haben, wer mein Wort hört und glaubt, der wird errettet werden. Und das ist, was unser Wunsch ist, auch in diesem Gottesdienst, im Zusammenhang mit Karfreitag. Wir werden später ja sicherlich darüber noch mehr hören. Und mit dieser Versicherung, dass durch Jesus Christus der Tod verschlungen ist in den Sieg. Jesus Christus ist der Sieger. Und das feiern wir heute an Karfreitag. Wir beten zusammen. Lieber Vater, danke von ganzem Herzen, dass wir zurückschauen dürfen, dass wir in dein Wort lesen können, Herr, und dass wir es sehen können, dass Jesus Christus ja gestorben ist, aber auch auferstanden ist. Ja, dass Jesus Christus derjenige ist, an den wir glauben sollen, Herr, um das ewige Leben zu haben. Dass wir hindurchdringen können, Vater, vom Tod zum Leben. Und dass in Jesus Christus der Sieg schon gewonnen ist. Danke, lieber Vater, für diese heutige Sendung. Wir danken für jeden, der Gemeinschaft hat miteinander hier. Und wir danken auch für diejenigen, die beitragen an diesem Gottesdienst. Dir sei die Ehre dafür. Im Namen unseres Herrn Jesus beten wir es. Amen. So, wir wollen jetzt zusammen singen, auch an diesem Karfreitag. Und wir laden die Kingroad-Gemeinde, die Gesanggruppe von der Kingroad-Gemeinde ein, uns anzuleiten. Und so gut ihr könnt, bitte macht mit. Gott ist lang, Gott will sein Schmerz entschlagen.
So, heute bringt uns Prediger Denis Federau die Botschaft. Es ist eine Karfreitsbotschaft. Bruder Denis ist ja Mitarbeiter der Clearburg-Gemeinde. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht auch nicht, aber vorher ist er Pastor gewesen in der Gemeinde in Vanderhoof. Und dann nachdem war er Arbeiter in der BC Conference hier in BC. So, Denis ist bekannt für viele Leute, und wenn er euch noch nicht bekannt ist, dann habt ihr die Gelegenheit, ihn heute kennenzulernen. So, Bruder Denis wird uns die Karfreitagsbotschaft bringen, und wir bitten jetzt, dass der Herr segnen möchte, indem er das, was er ihm aufs Herz gelegt hat, uns mitteilt. Gott segne dich, Bruder Denis. Guten Morgen. Heute feiern wir Stille Freitag oder Karfreitag. Karfreitag kommt von das Wort Kara. Es ist ein altdeutsches Wort, das Trauer, Wehtrauer oder Klage bedeutet. Dieser Tag ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er starb für unsere Sünden und gab uns Vergebung, damit wir Zugang zu ewiges Leben haben können, wenn wir Jesus als Heiland und Retter annehmen. Heute morgens will ich den Ostertext von Matthäus 27 brauchen und etwas näher anschauen und als Grundlage brauchen, um uns daran zu erinnern, was Jesus Tod für uns eigentlich bedeutet und wie sich Jesu Opfer täglich in unser Leben auswirken sollte. Zuerst möchte ich doch eine kurze Geschichte erzählen, die mir neulich jemand mitgeteilt hatte. Sie unterstreicht, wie die Stärke unseres Glaubens an Jesus Christus sich in unserem täglichen Leben auswirkt. Ein Mann studierte als Rechtsanwalt in seinem Heimatland. In sein zweites Studienjahr bekam er den Auftrag von seinem Lehrer, einen Fall zu studieren, der vor einigen Jahren vors Gericht gekommen war. In einem kleinen Dorf gab es zwei Tempel, einen buddhistischen Tempel und eine christliche Kirche. Eines Tages brannte aus unbekannten Gründen der buddhistische Tempel nieder. Die Anhänger dieses Tempels beschuldigten die Christen, ihren Tempel niedergebrannt zu haben, und verklagten sie wegen der Zerstörung ihres Tempels. Als der Fall vors Gericht kam, legte der Anwalt der buddhistischen Tempels Beweise vor, die zeigten, dass die Christen schon seit einiger Zeit dafür gebetet hatten, dass Gott den buddhistischen Tempel abbrennen sollte. Vermutlich hofften sie, dass, wenn ihr Tempel abgebrannt sei, sie es als Gelegenheit nutzen könnten, ihnen das Evangelium Jesus Christi zu präsentieren und zu zeigen, dass ihr Gott tatsächlich der einzige Gott sei. Der Anwalt beschuldigte die Christen, den buddhistischen Tempel niedergebrannt zu haben, und präsentierte als einzigen Beweis die Gebete, die diese Christen zu Gott entsprochen hatten. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hatten sie mitbekommen, dass diese Christen darum gebetet hatten. Die Christen gestanden es freilich zu, tatsächlich dafür gebetet zu haben. Sie wollten, dass Gott den Tempel niederbrennen sollte, bestanden jedoch darauf, dass sie unschuldig seien, weil Gebete können nicht Funken verursachen, sagten sie. Das Gericht wies die Klage ab, da Gebete an Gott, dass der Tempel niederbrennen sollte, kein Beweis darstellte. Die Frage ist jetzt, wer hatte mehr Glauben in diesem Fall? Die Buddhisten, die überzeugt waren, dass die Gebete der Christen dazu beigebracht hatten, dass ihr Tempel niederbrannte, oder die Christen, die darauf bestanden, dass Gebete keinen Funk erzeugen konnten? Diese Geschichte bringt mir zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem es den Anschein hätte,
dass die Ungläubigen mehr Glauben zeigten als die Gläubigen. Und wir finden diesen Text in Matthäus 27, Verse 62 bis 66. Ich möchte diese Verse nutzen, um uns an die Bedeutung des Todes Jesus zu erinnern. Besonders heute, da wir Karfreitag feiern und gedenken. Meine Hoffnung ist, dass die Botschaft von heute uns erneut ins Bewusstsein ruft, wie bedeutend Jesu Tod am Kreuz für unser tägliches Leben ist und dass unser Leben diese Wahrheit widerspiegeln soll. Es kann nämlich keine Auferstehung geben ohne einen Tod. Wir können keine Vergebung der Sünde haben ohne Jesu Tod. Wir können kein ewiges Leben haben ohne Jesu Tod und Auferstehung. In 1. Korinther 15, Verse 13 und 14 erinnert Paulus uns daran. Da steht so: Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glauben vergeblich. Deshalb ist es wichtig, dass unser Glaube in der Tatsache verankert ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt denken oder sagen, ja, natürlich glaube ich, dass Jesus für mich gestorben ist. Wir haben kein Problem damit, die Worte der Lieder während der Osterzeit zu singen, die von Jesu Tod und Auferstehung sprechen. Wir akzeptieren Jesus Tod als Tatsache in unserem Verstand. Aber widerspiegelt sich diese Tatsache auch in unserem Herzen? Erkennen wir Jesus Tod mit unserer Stimme, aber prägt sich diese Tatsache in unser tägliches Leben aus? Matthäus 27, Verse 57 bis 60 beschreiben, wie Jesus Leib von Kreuz abgenommen wird und vorbereitet für Beerdigung. Ein Mann namens Josef, ein wohlhabender Mann, und ein Jünger Jesus ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Dieses sind die einzigen Verse, wo dieser Josef erwähnt wird. Er erscheint auf der Szene nach Jesus Tod und verschwindet wieder nach Jesus Beerdigung. Vers 59 beschreibt, was Josef mit dem Leichnam Jesus tat. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leichtuch. Im ersten Jahrhundert wurden Juden am selben Tag ihres Todes begraben. Der Körper wurde gewaschen, mit wohlriechenden Ölen eingesalbt und in ein Leichtuch eingewickelt. Dieser Prozess wurde mit öffentlichen Klagen, Gebeten und Loblieder begleitet. Die Angehörigen fasteten und die Trauer am Grab dauerte 7 Tage. Die Regel für hingerichtete Verbrecher jedoch war ganz anders. Erstens wurden sie nicht in einem Ehrenplatz wie ein Familiengrab begraben. Zweitens gab es keine Feierlichkeit, keine Trauer- oder Grabensgebete. Josef will Jesus nicht als Verbrecher, sondern mit Ehre begraben. Er legt Jesus in ein neues Grab, das Josef für seine eigene zukünftige Familie vorbereitet hatte. Aber es gibt kein Fasten, kein Singen und keine Gebete. Nachdem der Körper im Grab gelegt wurde, lesen wir in Vers 60, dass ein großer Stein vor den Eingang gerollt wird, um das Grab zu versiegeln. Maria Magdalena und die andere Maria saßen dem Grab gegenüber und beobachteten, wie Jesus dort hingelegt wurde. Jetzt, wo sie gesehen hatten, wo sie Jesus hingelegt hatten, konnten sie am Sonntagmorgen wieder das Grab besuchen. Also, nachdem der Stein von dem Eingang gerollt wird, verschwindet Josef und vermutlich kehren Maria Magdalena und die andere Maria zurück nach Hause. Niemand erwartet, dass etwas Besonderes passieren soll. Nicht die Jünger, nicht Maria Magdalena oder die andere Maria, nicht Josef, der gerade Jesu Leiche begraben hatte, noch Petrus, Johannes, Jakobus oder irgendein anderer Jünger. Dieses war jetzt das Ende Jesu.
Sie alle sahen Jesus am Kreuz sterben. Was sollte da dann jetzt schon noch geschehen? Die Pharisäer dagegen, die Pilatus gedrängt hatten, Jesus zu kreuzigen, waren besorgt. Warum? Sie erinnerten sich an die Vorsage, die Jesus gemacht hatte, als er noch lebte. So, wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, schlägt mit mir zu Matthäus 27 auf und ich will lesen die Verse 62 bis 66. Da steht Folgendes. Am nächsten Tag, der auf der Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer mit bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben gerade daran gedacht, dass dieser Verbrecher sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tage, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Jesus ist tot und begraben. Die Pharisäer hatten ihren Willen durchgesetzt. Aber das ist nicht das Ende ihrer Sorgen über Jesus. Sie erinnerten sich daran, was er zu seinen Jüngern gesagt hatte, als er noch lebte. Und nicht nur einmal, nein. Das Matthäus-Evangelium dokumentiert 4 Instanzen, in denen Jesus seinen Tod und Auferstehung vorhergesagt hatte. Das erste Mal ist in Matthäus 16, Verse 21 bis 23. Hier kritisiert Petrus Jesus dafür, solch einen Unsinn zu sagen. Dort lesen wir: Seit der Zeit fängt Jesus an, seine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tag auferstehen. Alles, was Petrus hörte, war getötet werden. Und er schimpfte Jesus aus. Er achtete nicht auf die zweite Hälfte von Jesu Prophezeiung. Nachdem Jesus starb, erinnerte weder Petrus noch die anderen Jünger sich nicht an diese Worte. Aber uns geht es ja oft auch so, nicht wahr? Es ist mir schon oft passiert, dass man meine Frau mir etwas sagt, ich zu früh reagiere, ohne richtig hingehört zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich genauso wie Petrus antworten würde, wenn Jesus mir gesagt hätte, er würde gekreuzigt werden. Sowas gibt's doch nicht. Sprich doch nicht so einen Unsinn, hätte ich wahrscheinlich zu Jesus gesagt. Das zweite Mal, wo Jesus von seinem Tod und Auferstehung vorhersagt, ist in Matthäus 17, Vers 9. Jesus, Petrus, Jakobus und sein Bruder Johannes steigen auf einen Berg, wo sie Jesus verklärt sehen und Gott sagen hören: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn. Das muss ein einmaliges Ereignis für die Jünger gewesen sein. Als sie den Berg hinunterkehrten, gebot Jesus seinen Jüngern: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Jünger waren gerade in der Gegenwart Gottes gewesen. So, ich kann mir vorstellen und verstehen, warum sie Jesu Vorhersage nicht richtig registriert hatten. Schließlich hatten sie es gerade direkt aus Gottes Mund gehört, dass dies sein Sohn war. Wieso würde dieser Mann, von dem sie gerade von Gott gehört hatten, dass dieses der Sohn Gottes ist, dann auf einmal getötet werden können? Das ist doch Unsinn. Wie könnte er dann Gottes Sohn sein? Kurz nach dieser Begebenheit verkündigt Jesus von seinem Tod und Auferstehung zum 3. Mal voraus. Diesmal auch in Kapitel 17, Verse 22 bis 23. Nachdem er einen mondsüchtigen Knaben heilt, verwies Jesus seine Jünger wegen ihrer kleinen Glauben. Da lesen wir:
Als sie in Galiläa zusammen waren, sprach Jesus zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Dieses Mal erfassten die Jünger, was Jesus sagte, jedoch nicht alles. Am Ende von Verse 23 lesen wir, dass die Jünger sehr betrübt waren. Das griechische Wort für betrübt bedeutet Schmerz, Traurigkeit oder Kummer verursachen. Alles, was die Jünger hörten, war, dass Jesus getötet werden würde. Und es verursachte ihnen Schmerz und Kummer. Auch hier erfassten sie nicht die zweite Hälfte der Vorhersage. Das vierte Mal, dass Jesus seinen Tod vorhersagt, finden wir in Kapitel 20, Verse 17 bis 19. Da lesen wir: Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn mit den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und präsentierte ihnen eine detaillierte Vorhersage seines Leidens und des Todes und betonte erneut die entscheidende Tatsache von seiner Auferstehung am dritten Tag. Trotz dieser wiederholten und klaren Ankündigung scheinen die Jünger die volle Tragweite von Jesus' Worte nicht vollständig zu erfassen oder verstanden haben. Eine Tatsache, die sich durch alle vier Vorhersagen zeigt. Matthäus beschreibt hier in dieser Geschichte einen intimen Moment, in dem Jesus ein ernsthaftes, aber fürsorgerliches Gespräch mit seinen Jüngern führt. Schaut mal, sagt er, wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde verspottet, gepeitscht und gekreuzigt werden. Aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Matthäus gibt uns keinen Hinweis über die Jünger ihre Reaktion. Lukas fügt in seiner Beschreibung dieses Ereignisses hinzu, dass die Jünger verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Lukas 18, Vers 34. Also wir haben vier Beispiele im Matthäus-Evangelium, in denen Jesus klar und unmissverständlich vorausgesagt hat, dass er am dritten Tag nach seiner Kreuzigung auferstehen wird. Leider erinnern sich die Jünger nicht an diese vier Vorhersagen, sondern sind schockiert, dass ihr Heiland jetzt tot ist. Interessanterweise, im Gegensatz zu den Jüngern, die Pharisäer erinnern sich an Jesu Worte und Vorhersagungen. Ich will aber klarstellen, dass die Pharisäer Soldaten an den Grab stellen wollten, um sicherzumachen, dass nichts passieren würde. Nicht, weil sie glaubten, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, sondern weil sie sich sicher waren, dass die Jünger sich an Jesus' Vorhersage erinnern würden und befürchteten, dass die Jesu Leichnam stehlen könnten, damit es so aussah, als wäre Jesus auferstanden. Dass die Jünger sich nicht an Jesus' Vorhersage erinnerten, die Pharisäer sich jedoch wohl daran erinnerten, offenbart eine interessante Dynamik. Es beleuchtet die menschliche Natur sowie die vielfältige Motivation und Glaubensrichtungen derjenigen, die Jesus als ihr Heiland und Retter ansehen. Die Jünger, obwohl sie Zeuge Jesus und Lehre und Wunder waren, hatten offenbar Schwierigkeiten, die Tiefe und Bedeutung seiner Worte zu erfassen. Ihre Erwartungen und Vorstellungen davon, wie das Reich Gottes sich zeigen würde, waren einfach ganz anders und war geprägt von politischen, sozialen und religiösen Vorstellungen, die nicht unbedingt mit Jesus übereinstimmten. Darüber hinaus könnten sie von Trauer und Schock über Jesus' Kreuzigung überwältigt worden sein
was es ihnen erschwerte, klar zu denken und sich an seinen Vorhersagen zu erinnern. Aber auf der anderen Seite erinnern sich die Pharisäer an Jesus' Vorhersagen, weil sie besorgt waren, dass die Jünger seinen Leichnam stehlen würden, um Gerüchte einer Auferstehung zu organisieren. Obwohl sie nicht an Jesu Worte oder an seine göttliche Natur glaubten, waren sie doch aufmerksam genug, um sich als mögliche Bedrohung für ihre Autorität und ihre Position innerhalb der religiösen Rangordnung zu betrachten. Also, zeigt dieser Gegensatz, wie unsere Erwartungen, Vorurteile und Gefühle unsere Verstehen und unsere Sicht auf selbst die eindeutigsten und klarsten Lehren von Jesus total verzerren kann. Diese Verse stehen als klarer Beispiel dafür, wie kompliziert die Menschenreaktion auf göttliche Offenbarung sein kann. Es zeigt, wie Glauben und Zweifel, was wir erwarten und was wirklich ist, miteinander kämpfen. Der Unterschied, wie sich die Jünger zu den Pharisäern an das, was Jesus gesagt hat, erinnern, zeigt einiges über das menschliche Gemüt und wie es unseren Glauben beeinflussen kann. Zum einen waren die Jünger, obwohl sie ständig bei Jesus waren, wahrscheinlich geschockt und traumatisiert von seinem Tod. Das ganze Drama um die Kreuzigung konnten sie echt durcheinander gebracht haben, so dass sie sich nicht richtig an seine Auferstehungsaussagung erinnern konnten. Außerdem hatten sie vielleicht eine andere Vorstellung davon, was Jesus als Messias machen sollte. Und Sterben passte nicht in ihren Idee vom Held und haben deshalb Jesus Vorsagen von Auferstehung vielleicht nicht ernst nehmen können. Auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer. Auch wenn sie Jesus als Gottes Sohn und seine Lehre total ablehnten, ganz genau auf seine Worte und Taten geachtet haben, wenn auch aus anderen Gründen. Dass sie Angst hatten, die Jünger könnten Jesu Leichnam stehlen und dann erzählen, er sei auferstanden, zeigt, dass sie den Einfluss von Jesus erkannten. Das heißt, die Pharisäer hatten Jesus Wirkung erkannt und geahnt, was seine Prophezeiungen auslösen konnten, auch wenn sie nicht an seine Lehre selbst glaubten. Dass die Pharisäer das Grab bewachen ließen, zeigt auch, dass sie ziemlich praktisch gedacht haben, um ihre soziale und religiöse Ordnung zu schützen. Sie wollten sicher machen, dass Jesu-Anhänger nicht die Gelegenheit hätten, etwas mit Jesus' Körper zu tun. Dass Jesus überhaupt auferstehen konnte, war für die Pharisäer genauso wie den Jünger überhaupt kein Thema. Ich habe diese letzte Woche viel über diese Frage nachgedacht, warum die Jünger sich nicht an Jesus' Versprechen erinnerten. Ist es möglich, dass die Jünger so fixiert darauf waren, dass Jesus ihr Held war, dass sie Jesus Vorhersage, dass er getötet und dann in 3 Tagen auferweckt würden, einfach nicht akzeptieren konnten oder wollten? Er sollte doch derjenige sein, der sie endgültig von der römischen Diktatur befreien und ihnen die glorreichen Tage zurückgeben würde, als Israel das Land herrschte. Wie konnte er dann bekreuzigt werden? Was für ein Held wäre das? Wir haben den Vorteil, auf der Auferstehungsseite der Geschichte zu leben. Wir haben Jesus' Worte in unseren Bibeln aufbewahrt. Wir können sie jeden Tag lesen, damit wir sie nicht vergessen. Wir singen Liedern und haben sogar einen Feiertag, der sozusagen weltweit angesehen wird, um uns dazu daran erinnern, auf Jesus Tod und Auferstehung. Es ist einfach, Jesu Tod und Auferstehung fast als selbstverständlich anzusehen. Aber spiegelt
aber spiegelt unser Leben diese Wahrheit wider? Zeigt unser Leben, dass wir einem Jesus dienen und folgen, der für uns gestorben und auferstanden ist? Oder widerspiegelt sich unser Leben mehr das der Jünger? Prägen und beeinflussen unsere Umstände und Erwartungen von Jesus unsere Einstellung während Osterzeit? Es ist nicht einfach, eine so mächtige Wahrheit in unserem Leben zu integrieren. Wir sind einfach so geprägt worden, dass der Tod ein Ende des Menschen ist. Wir betrachten Tod als endgültig. Wir haben noch nie jemand am Leben gesehen, der 3 Tage lang schon tot war und dann wieder auferstanden ist. Wenn jemand stirbt, trauern wir und wir fangen an, den Prozess ohne diese Person in unserem Leben weiterzuleben. Aber das ist ja nicht der Fall mit Jesus. Die Jünger sahen Jesus sterben. Sie wussten, dass er in ein Grab gelegt wurde. Die beiden Marias sahen, wie die Soldaten einen großen Stein vors Grab rollten. Dieses Kapitel war für die Jünger jetzt geschlossen. Weil wir wissen heute, dass dies nicht das Ende war. Ja, er starb, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. In 3 Tagen feiern wir Ostern. Der Tag, an dem Jesus auferstand und den Tod besiegte und als Herr der Herren und König aller Königen bezeichnet wird. Aber heute, an diesem Karfreitag, möchte ich vorschlagen, dass Jesus' Tod für uns mindestens in 2 Aspekten unseres Lebens auswirken sollte. Erstens bedeutet Jesus' Tod, dass er sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Mit seinem Tod hat Jesus den Preis bezahlt für unsere Sünden. Die Schuld, die wir als sündige Menschen tragen, hat Jesus eins und für alle Mal erledigt, bezahlt. Er war das Opfer, das Gott verlangte wegen unserer Missetat. Dieses bedeutet, dass wir jetzt unter der Gnade Gottes leben und durch Jesu Tod Zugang zu unserem himmlischen Vater haben. Zweitens erinnert Jesu Tod uns, dass er nicht ein Retter ist, der uns von unseren Umständen befreit, um unser Leben so einfach wie möglich zu machen. Jesus starb, weil er uns liebt und ewiges Leben geben will. So Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Jünger und die Jesus folgten, wollten, dass er ihr Held sein sollte. Er sollte ihnen von der Gewaltherrschaft der Römer befreien. Aber Jesus ist nicht ein Verkaufsautomat, in dem wir Geld reinstecken und dann rausholen, was wir wollen. Jesus starb, um uns Freiheit von unseren Sünden zu geben, nicht um unser Leben einfacher zu machen. Jesus warnt ja uns auch, ja. Er sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Heute feiern wir Karfreitag, der Tag, an dem Jesus für deine und für meine Sünden starb. Mögen wir in Stille nachdenken, wie weitgreifend Jesu Opfer in unser tägliches Leben eigentlich ist. Und möge Jesu Tod sich in unser Leben offenbar machen. Amen.
Mir ist es so wichtig, wie Jesus es sagt. Und sie werden hingehen, sagt es, die Gerechten in das ewige Leben. So die Gerechten werden hingehen in das ewige Leben. Das ist unser innigster Wunsch auch, dass ein jeder Zuschauer bereit sein möchte, von Jesus ins ewige Leben hineingeführt zu werden. Und dass wir in dieser kommenden Woche oder in diesen kommenden Tagen einen vollen Vertrauen auf Gott unser Leben ohne Angst stellen möchte, ohne Sorge, alles zum Herrn bringen und von ihm jeden Tag das nehmen, was wir brauchen. Und ich lade euch ein, jetzt den Segen zu empfangen. Und der Segen kommt aus Epheser Kapitel 6, die Verse 23 und 24. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. So Gott segne euch. Bis Sonntag jetzt, der Ostersonntag. Gott sei mit euch und habt gesegnete Tage. Und wir segnen uns bald wieder. Auf Wiederhören.